Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei so schönem Wetter und vor allen Dingen auch so kurzfristig gekommen sind. Kurzfristig war es deshalb, weil ich das Glück gehabt habe, den Norbert Kleinwächter in Osterhofen zum Aschermittwoch zu treffen. Und ich habe halt gehört, dass er hier eine Vortragstour in Bayern hat, bei der halt einige Vorträge abgesagt werden mussten, weil dort die lokalen Wirte unter Druck gesetzt wurden. Und da habe ich sofort die Gelegenheit ergriffen und habe ihn gefragt. Das heißt, vielen Dank, dass ich da bin. Eingeladen und ich freue mich wahnsinnig, dass er das gemacht hat. Eigentlich wäre heute Rückreisetag gewesen. Heute Abend hätte er eigentlich noch was mit seiner Verlobten vorgehabt, aber die war auch so nett und hat gesagt, ja, also hier für die größere Sache verzichtet sie drauf. Also vielen Dank auch nochmal. Als ich noch nicht verlobt war, habe ich immer auf Parteitagen gesagt, ich bin verheiratet mit der AfD. Ich fürchte, selbst wenn ich heirate, wird es nicht anders. Ich hoffe, das hört sie jetzt nicht. Ich wollte mich jetzt gerade nochmal bei ihr bedanken, aber ja, genau, dann wäre es besser, wenn sie es nicht hört. Ja. Ich gucke mir auch Gerolds Reden nicht jetzt mal an. Boah, Geheimnisse. Ja, also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt hier so zahlreich erschienen seid. 30 Leute sind wir, trotz der Kurzfristigkeit. Und es erwartet uns aber auch ein wirklich tolles Programm. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit, wir wollten uns eigentlich auf Fachvorträge konzentrieren, aber in letzter Zeit hat sich jetzt natürlich so vieles ergeben. Ja, ich sag nur Hanau, Thüringen, dann jetzt die neue Flüchtlingswelle, die am Anrollen ist. Also es gibt wirklich sehr viel Gesprächsbedarf. Deshalb ist es ganz toll, dass wir das jetzt hier zwischenschalten konnten. Und noch etwas, der Kleinfelder. Kleinwächter, oh, Entschuldigung. Ja, wir haben auch einen Herrn Kleinfelder. Kleinfelder bei uns, genau, der Herr Kleinwächter. Genau, Norbert, ich sage jetzt Norbert. Genau. Also der Norbert hat auch viele eigene Erfahrungen in der Kommunalpolitik. Das heißt, auch dazu kann er dann später noch was sagen. Aber jetzt wollen wir erstmal mit den aktuellen Themen anfangen. Und da würde ich dann gleich mal an Norbert übergeben. Ja, also herzlich willkommen. Danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen sind. Ich muss dazu sagen, 30 Leute sind da. Es hängt ja immer beim Veranstaltungsmanagement davon ab, wie viel der Raum fasst. Und ich darf hier denen, die online zugucken, sagen, hier ist wirklich jeder Platz besetzt. Ja? Also insofern vielen Dank fürs wirklich zahlreiche Erscheinen und raumvoll machen. Wir sitzen ja dicht an dicht und ich hoffe, es wird ein informativer Nachmittag. Wie gesagt, ich selber, wer mich nicht kennt, ich bin ein Kollege von Gerold Otten im Bundestag. Ich bin allerdings in völlig anderen Ausschüssen als er. Ich bin im Ausschuss für europäische Angelegenheiten. Ich bin im Vorstand der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Ich erkläre später alles, was das ist. Ich bin auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und ich bin einer, also ich bin vor allem befasst mit der Ratspräsidentschaft, mit der EU-Kommission, mit dem, was unsere liebe Flinten-Uschi jetzt in Brüssel so treibt. Ich bin auch befasst, wie gesagt, mit dem, was Macron so treibt in seinem eigenen Land und auf europäischer Ebene. Viel hängt da damit zusammen, was auch bei uns in Deutschland passiert. Ich bin im Europarat in der Parlamentarischen Versammlung, da geht es um Demokratie und Menschenrechte, die dort gerade von den Linken ausgehöhlt werden. Die Menschenrechtskonvention möchten die gerne erweitern, das also Klimagründe.
eine Fluchtursache werden und ein Menschenrecht dann zu migrieren. Ja, das wollen die tatsächlich per Addendum durchsetzen. Und ich bin gerade dabei, ihnen kräftig die Suppe zu versalzen. Zusammen übrigens mit den britischen Konservativen, mit denen wir dort eine Fraktion gegründet haben. Und dies und so weiter. Also es gibt auf dem Europarat in der Parlamentarischen Versammlung die erste wirklich große konservative Fraktion, deutlich größer als im EP. Und das haben wirklich insgesamt nur 4 Kollegen aus der AfD-Bundestagsfraktion eingefädelt. Neben meiner Wenigkeit war da Martin Hebner beteiligt, den kennt man hier in Bayern vielleicht, Marc Bernhard und Ulrich Böhme, die ständig Verhandlungen geführt haben mit den Leuten aus den 47 Nationen, die dort vertreten sind, damit wir eine große Fraktion zusammenbekommen. Und das haben wir geschafft, wir sind da jetzt die drittgrößte Fraktion und geben ganz ordentlich Paroli den Sozialisten und auch der Europäischen Volkspartei, die leider, leider schon längst auf Linkskurs eingeschwenkt ist. Also dieses Phänomen, dass die Union grün wird, das gibt es eben nicht nur in Deutschland. Dieses Phänomen ist ein europaweites Problem. Und das ist letztendlich der Grund für die Erosion der Volksparteien. Und es ist auch der Grund, warum das auch auf europäischer Ebene so durchrutscht. Und das ist auch der Grund, warum eine von der Leyen sich wählen lassen kann, ohne je vorgeschlagen worden zu sein. Und dann einen European Green Deal uns aufbürden will mit irgendwelchen Verboten von Verbrennungsmotoren, mit Verboten unserer Heizsysteme, mit Verboten letztendlich der Wirtschaft, wie wir sie kennen. Und das geht durch, weil eben sozusagen allgemein in Europa wir einen Linksrutsch verzeichnen. Aber fangen wir an mit den ganz aktuellen Themen. Das war ja auch sozusagen der Eröffner. Und wenn wir uns ansehen, was aktuell wirklich auf dem Tisch liegt, dann hätte ich eigentlich niemandem die Hand geben dürfen heute, weil ja jeder Angst hat. Ne? Also wir leben ja sowieso in einer Republik, wo jedem vor allem Angst gemacht wird. Ja, also die Leute haben sowieso schon Angst vor den bösen Rechten. Ja, sie haben ja Angst vor dem Extremismus, insbesondere in Hanau. Und jetzt haben sie auch Angst vor den Coronaviren. Dass die noch nicht als rechts beziegelt worden sind, ist es alles. Ja? Aber was passiert da? Und das zeigt uns ja deutlich, wie eigentlich unser Wirtschaftssystem mittlerweile läuft. Da gibt es also einen Virus, der entsteht in Wuhan, China. Okay, man weiß nicht, wo der herkommt. Ich habe Theorien gelesen, dass angeblich der von Fledermäusen mutiert und auf den Menschen übergegangen sei. Es gibt natürlich irgendwelche, die behaupten, das sei aus irgendeinem Labor. Wir wissen es nicht, ich will das gar nicht kommentieren. Aber da gibt es diesen Virus und innerhalb kürzester Zeit stecken sich in verschiedensten Ländern der Welt Leute damit an. China evakuiert und unter Quarantäne ganze Provinzen. Die Mongolei hat übrigens bis April hinein sämtliche Schulen, Universitäten und Veranstaltungen geschlossen. Wow. Ja. Bei uns passiert im Endeffekt gar nichts. Da wird gesagt, ach, nehmen Sie es nicht so ernst, kaufen Sie halt mal Desinfektionsmittel. Ja. Und es ist aber genau dieser Punkt, dass unsere Behörden auch nicht adäquat informieren, dass die Leute natürlich dann auch eine gewisse Angst entwickeln und sagen, was soll ich denn tun? Und dann kommt es zu Hamsterkäufen. Ja. Wer kürzlich mal in irgendwelchen Lidls und Aldis unterwegs war, da gibt es teilweise geräumte Konservenabteilungen, weil die Leute glauben, jetzt geht die Welt unter und wenn sie nochmal an die Öffentlichkeit gehen, dann sterben sie. Ja? Ehrlich gesagt, ich kann das weder bestätigen noch dementieren, weil wir auch als Abgeordnete nicht informiert gehalten werden. Und das ist die eigentliche Schweinerei. Die wir eigentlich im Bundestag sitzen, die wir eigentlich ja auch in erster Linie informiert sein sollten, bekommen keine direkten Informationen darüber, sodass wir gar keine direkten Aussagen treffen können. Was wir allerdings wissen, den Willen der Brüsseler Bürokratie gehandelt, deswegen sind sie in Ungnade gefallen. Ja? Also das ist das einzige Argument gegen grüne Sitze, aber ansonsten... Sie haben aber nur einen grünen. Ja, das stimmt in der Tat. Aber sie haben grüne Sitze im Unterhaus. Kommen wir zu dem eigentlich ernsteren Punkt dieser Angstmachstrategie, kommen wir zum eigentlichen Punkt, die auch eine wirkliche Gefahr für unsere Demokratie und für die Rechtsstaatlichkeit in Europa und in Deutschland sind. Täter, einen psychisch völlig verwirrten, also ein Traktat verfasst hat, in dem er meint, er müsse die ganze Menschheit auslöschen, deswegen braucht er eine Zeitmaschine und muss also irgendwie, keine Ahnung, wie weiter zurückgehen will, in Neandertal und will da die Menschen auslöschen. Ja? Der erschießt Leute, das ist schlimm genug. Und dann kommen politische Gegner, die auf